Ultras des italienischen Erstligisten Lazio Rom haben vor dem Halbfinalrückspiel im italienischen Pokal am Mittwochabend bei AC Mailand für einen Eklat gesorgt. Bildergalerie: Die heißesten Derbys der Welt. 41 Bilder. Rund 60 Lazio-Fans zogen mit einem provozierenden Banner, auf dem Ehre für Mussolini stand, durch die Mailänder Innenstadt. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Dabei grölte der Mob lautstark faschistische Parolen und erinnerten damit an den am 28. April 1945 verstorbenen Diktator Mussolini, der von 1922 bis 1943 Ministerpräsident des damaligen Königreiches Italien war. Einige Chaoten zeigten zudem den Nazi-Gruß. Innenminister verurteilt Lazio Aktion. Die Stadt Mailand und der italienische Innenminister Matteo Salvini verurteilten die Aktion scharf. Rechtsextreme Gruppierungen innerhalb der Lazio Ultras haben in der Vergangenheit immer wieder für Skandale gesorgt. Das Rückspiel, Hinspiel, 0:0 am Mittwochabend im Stadio Olimpico stand ohnehin unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen, nachdem es in der Liga nach dem 1:0 der Mailänder gegen Lazio zu unschönen Szenen gekommen war. Meistgelesene Artikel: Eishockey, der dritte Sieg. Adler vor Titel gewinnend. Fußball, Ehre, Divisi Dušan Tadić endlich im Rampenlicht. US-Sport, Enver, das Thunder-Projekt ist gescheitert. Handball, Champions League, Flensburg kassiert Heimpleite. Fußball, DFB-Team ZDF verweigert Grindel Rückkehr. Die AAC-Profis Timao Bakayoko und Frank Kessi hatten nach dem Dreier das Trikot des Lazio-Spielers Francesco Ekerby wie eine Trophäe geschwenkt. Daraufhin war es auf dem Feld zu Rangeleien gekommen. Milan Kut Gennaro Gattuso musste dazwischen gehen, um schwerere Auseinandersetzungen zu verhindern. Milan wurde wegen dieser Aktion zu einer Geldstrafe in Höhe von 86.000 Euro verurteilt. Let's block it's why.